Servus miteinander. In diesem Video schauen wir gemeinsam auf die IATA-Codes. IATA, das ist die International Air Transport Association. Und diese vergibt eben Codes, einmal für Flughäfen und für Airlines. Diese beiden Codes wollen wir uns heute ganz kurz in diesem Video mal anschauen. Hintergedanke ist natürlich, die IATA ist einfach daran interessiert, beziehungsweise das ist das Ziel der IATA, sicheren, planmäßigen und wirtschaftlichen Luftverkehr zu fördern und zu ermöglichen. Und ein Bestandteil ist hier eben die Vereinheitlichung mit Hilfe von Codes eben für Flughäfen und für Airlines. Schauen wir zunächst mal auf die IATA-Codes für Flughäfen. Hier haben wir jetzt eben die beiden Beispiele FRA und HAM. Und hier ist es relativ klar, für was das steht. FRA ist der Flughafen in Frankfurt, HAM der in Hamburg. Andere Beispiele wären aber auch TXL für Berlin-Tegel. Ja, hier gutes Beispiel einfach noch, um zu sehen, es ist nicht immer ganz so leicht abzuleiten, wie das jetzt hier bei FRA für Frankfurt und HAM für Hamburg ist, sondern die Codes können durchaus auch ein bisschen abweichen von den Anfangsbuchstaben der Städte. Also das ist nicht unbedingt immer so, dass die Anfangsbuchstaben der Städte auch diesen dreistelligen Code bilden. Auch beim Code für den Münchner Flughafen MUC sehen wir also, dass das hier nicht unbedingt immer 1:1 entsprechend immer die ersten drei Buchstaben eines Ortes sind. Dann kommen wir zu den Codes für die Airlines. Hier haben wir jetzt einmal LH und TK. Wir sehen also, die Airlines bekommen einen zweistelligen Code. LH steht für Lufthansa und TK, das ist die Airline, wo es immer diese leckeren Süßigkeiten gibt, das ist Turkish Airlines. Die IATA-Codes für die Airlines sind also immer zweistellig, aber nicht immer wie hier zwei Buchstaben. Es gibt zum Beispiel Siberian Airlines und hier lautet der IATA-Code S7. Also erst ein Buchstabe, dann eine Zahl in diesem Fall. Das heißt, der IATA-Code für Airlines kann auch aus Buchstaben und Zahlen in Kombination eben bestehen. Genauso wie die Flughafencodes der IATA sind auch diese Airline-Codes der IATA durchaus geläufig, weil wir diese nämlich auf den Flugtickets, ja, und beziehungsweise auch als Bestandteil der Flugnummer eben immer entsprechend finden. Also wenn ihr einen Flug der Lufthansa nehmt und dort nach der Flugnummer sucht, dann ist hier einfach auch LH entsprechend enthalten. Die Luftfahrtbranche ist natürlich ja mehr als die meisten anderen Branchen absolut eine internationale Branche. Und hier gibt es natürlich sehr viele Beteiligten, wo dann unterschiedliche Prozesse ineinander greifen müssen. Und hier helfen eben diese IATA-Codes eindeutig identifizierbar, die Prozesse eben dann entsprechend zu vereinfachen. Und so eben für eine reibungslose Organisation zu sorgen. Und das dient natürlich einerseits ja der Luftfahrtbranche, aber natürlich auch den Kunden. So ist es eben möglich, eine Buchung durchzuführen und diese ja ineinandergreifenden Prozesse, diese gute Verzahnung, führt dann dazu, dass ich einen Flug buche bzw. eine Buchung durchführe und das trotzdem dann ja ein Flug sein kann, bzw. ein Flug mit Zwischenlandung, der von ja, zwei Fluggesellschaften durchgeführt wird und auch das Gepäck entsprechend trotz ja, Umsteigen entsprechend an meinem Zielort ankommt. Also hier wirklich ist diese reibungslose Organisation absolut wichtig und dabei helfen eben auch diese IATA-Codes. Außerdem haben wir natürlich auch andere ja, Unternehmen und Institutionen, wie zum Beispiel Reisebüros oder Flugbehörden, die hier in die Prozesse mit einbezogen sind. Auch hier ist es so, dass diese IATA-Codes einfach helfen dabei, Prozesse zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Dann haben wir ja wirklich schon wieder einiges gelernt. Die IATA-Codes für die Flughäfen, die bestehen eben aus drei Stellen, aus drei Buchstaben. Das ist zum Beispiel FRA für den Frankfurter Flughafen. Dagegen die Codes, also die IATA-Codes für die Airlines, bestehen aus zwei Stellen. Das sind häufig zwei Buchstaben oder auch ein Buchstabe und eine Zahl. Beispielsweise LH für Lufthansa.